Hey, unsere Alva-Rüstung. So, willkommen im Drachengedenken. So, weit nicht zu lange in der Erinnerung. Nein, wir werden hier nämlich sonst rausgeschmissen, wenn wir zu lange bleiben. Wobei es hier eh nicht viel gibt. Scheinbare Wand voraus. Also ja, am wichtigsten ist, dass wir jetzt gleich zu dem Drachen gehen, wenn kommt, dass sich die Erinnerung langsam auflöst. Ich glaube, hier gibt es auch sonst nichts mehr. Also wir werden immer vorgewarnt, dass sich die Erinnerung langsam auflöst. Und dann kommt nochmal eine Meldung, wenn wir aus der Erinnerung rausgekickt werden. Also wir können uns hier nur auf Zeit aufhalten. Aber soweit ich weiß, gibt es hier auch nichts mehr, nichts wirklich Wichtiges, außer dem, weswegen wir hier sind. Also einen einzigen Gegenstand, alles andere. Und ja, wenn man sich so umsieht, das möchte ich mal kurz anmerken, wenn man sich so umsieht, sieht man tote Bäume und ziemlich viel totes Land. Und einen einzelnen Drachen hier rumliegen, der einen jetzt auf den ersten Blick an den Drachen aus dem Drachenschrein erinnert, wenn man ihn sich so ansieht. Meine Vermutung jedoch ist, dass das hier eine Erinnerung an den Krieg der Alten ist. Dass das hier die alten Bäume waren und dass wir hier vor einem der letzten immerwährenden Drachen stehen. Auch wenn der wahrscheinlich kein Fell mehr hat, weil Gewinn ihm wahrscheinlich das gesamte Fell mit den Blitzen abgezogen hat. Schwäche Sturzangriff. So, wir schnappen uns die Seele des uralten Drachen. Und können uns dann noch ein bisschen umsehen, bis der Aschenebel sich lichtet. Also ja, hier steckt auch so ein Holz. Auch wenn er metallisch klingt, es steckt hier auch ein Stück von dem Baumstamm. Aber ein bisschen erinnert das schon an. Genau, der Aschenebel lichtet sich. Wir werden jetzt gleich rausgekickt. Erinnert das schon ein bisschen an den Aschesee aus Dark Souls 1. Also ja, das war jetzt gerade die Warnung, dass sich der Nebel lichtet. Hier sind auf jeden Fall sehr viele alte Bäume in der Erinnerung. Die Erinnerung dieses gefallenen Drachens übrigens, der dann irgendwie in Freyas Höhle gelandet ist, also in der Lichtsteinbucht. Ja. Dieser Ort hier macht mir ehrlich gesagt ziemlich viel Gänsehaut, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich bin immer noch der Meinung, dass das hier eine Erinnerung an den Krieg der Alten ist, als die Fürsten die immerwährenden Drachen herausgefordert haben. Und dass das hier die Einöde ist, die zurückgeblieben ist. In der letzten Erinnerung dieses Drachen übrigens. Die Riesen kommen später. Das muss ich jetzt leider vorwegnehmen, weil ich mich gerade versprochen habe. Ja. Aber ansonsten gibt es wirklich nichts hier in der Erinnerung des Drachen, in den Drachengedenken. Gut. Ich hoffe mal, der Nebel lichtet sich gleich, dass wir wieder hier raus können. Wenn nicht, können wir uns auch einfach rausporten, was wahrscheinlich schneller geht. Aber ich will es euch einfach mal der Vollständigkeit halber zeigen, wie wir jetzt hier gleich rausgeschmissen werden. Und ja, das Zwielicht macht die Atmosphäre hier in dem Drachengedenken noch viel schöner. Also es ist eins der wenigen wirklich schönen Gebiete, finde ich, von der Atmosphäre her, die das Original, die das Hauptspiel von Dark Souls 2 so hingekriegt hat. Es gibt einige schöne Gebiete, das muss ich zugeben, aber die passen irgendwie nicht in die Atmosphäre von Dark Souls rein. Also Heides Flammenturm und Majula zum Beispiel sind schön gemacht, aber wirken ein bisschen zu hell.
Meiner Meinung nach. So, wir wurden rausgeschmissen. Und können jetzt uns zum Leuchtfeuer zurückporten. Und von hier aus geht es in die Katakomben der Untoten. In den Untotengraben. So. Denn als nächstes möchte ich euch jemand anderes vorstellen. Bevor wir wieder mit der Hauptstory weitermachen. Ah, ich hab drauf vergessen. So, dich ausschalten. Dann müssen wir uns halt durch die durchboxen. So. Da steht noch mal einer auf. Einer. Oh. Hier war doch noch so ein roter Geist versteckt. Wow. Und er droppt nochmal ein Shit des Überheblichen. Hier ist aber keiner mehr, oder? Nö. Da war nur ein einzelner. So, du bist weg. Au. Ich bin auch gleich weg, wenn ich nicht aufpasse. Wow. Dieser Taifun, der ist immer übel. So, trinken wir am besten doppelt. Ja, die Lydia-Stulpen und weißes Lydia-Gewand. Warum bin ich unbedingt? Und war wieder Prügel von den Rittern. Wow, wenn der mich jetzt getötet hätte, das wäre es doch gewesen. So, einmal voll heilen. Wendrick ignorieren. Und jetzt können wir hier zu seiner Rüstung gehen. Und in den Nebel treten wir anders ein. Wir kommen an in den Gedenken an den König. Weit nicht zu lang in der Erinnerung. Ja. König Wendrick. Höchstpersönlich. Bevor er zur Hölle wurde. Aber nachdem er hierher geflüchtet ist. Seeker of Fire. Coveter of the Throne. I am Wendrick, ruler of Dranglake. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. As flame rises, so does it fade. Such is the way of things. Do you intend to link the fire? Then you must first take the throne. Prove your worth. Find the ancient crowns. Seek adversity, and they will be yours. And your wishes granted.
and your wishes. And your. Ja, er macht uns auf die DLC-Gebiete aufmerksam. Er will nämlich, meint nämlich, dass wir die vier alten Kronen suchen müssen. Also seine Krone, die Krone des alten Eisenkönigs, die Krone des versunkenen Königs und die Krone des weißen Königs. So, und da sitzt Velstad. Mit ihm können wir aber weder reden noch ihn bekämpfen, weil wir sofort wieder rausgebombt werden aus der Erinnerung. So, Vendrick, lassen wir mal Vendrick sein, also den Hüllen-Vendrick. Ich reise jetzt nochmal nach Majula. Kauf mir dort graue Brocken mit den Seelen, die ich gerade habe. Und grade meine Rüstung weiter auf. Das ist jetzt so das Wichtigste im Augenblick. So. Davon kann ich 3 Stück kaufen. Und kann mal gucken, was ich damit upgraden kann. So. Die Abbildglocke könnte ich verstärken. Die kostet braucht Glitzer des Titanit. Und alles andere. Normales. Was ich machen kann, ist alles auf plus 7 bringen mit dem Titanit, was ich jetzt gerade habe. Und das ist auch eine gute Idee eigentlich. So. Die restlichen Sachen, ach ja, die heiligen Sachen, die kann ich noch wegpacken. Now, don't go near that scum near the pit. The scoundrel's name is Gilligan, and he's infamous in our hometown. Oh. Yes, everyone's heard of him, as he always manages to stir up trouble. Er hat uns vor Gilligan gewarnt, das habe ich auch noch nie gesehen. Gilligan can certainly be helpful at times, but he's a real conniver when it comes to money. Ah, there are even people out for his life. Ja, davor hat er uns schon gewarnt. Dread. You'll need soul. I know. Das kennen wir bereits alles. Just as well. Stones. You might. Now. Don't the scum? Ja, und über Gilligan redet er. Hat sie auch was Neues zu sagen? What? You see that blacksmith? Is he one of the? He's sort of the poor. Ja, das ist sein Vater. Das kennen wir bereits. I was born in a land to the. There were great, but for me, and so I. There are day, but for that, it's as if I were drawn. No interest. Jo. Sie hat uns wahrscheinlich auch nichts Neues zu erzählen, oder? I knew. We call this place not this. Nein. Lowly. Nichts Neues. Okay. Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, ich mache es am Ende der Aufnahmesession. Aber ich dachte mir, ich könnte es jetzt nochmal versuchen. 2 oder 3 Mal. Und euch und dann noch zum Abschluss der Aufnahmesession nochmal ein bisschen Koop machen. Damit wir wenigstens endlich mal 10 Sonnenlichtmedaillen oder so zusammenkriegen. Wäre doch auch schon mal nicht schlecht, oder? So, dafür müssen wir erstmal hier runter wieder mal. Du bist mir egal, geh aus dem Weg. So. Nein. Das war nicht richtig. Ein Flammenschmetterling. Oh, wie nett. Au. Naja.
Zurück zum letzten Leuchtfeuer. Ein Versuch noch und dann versuchen wir es mal mit Korb. Was sagt denn unser Seelengedächtnis zurzeit? Ah, wir sind schon bei fast bei 2 Millionen Seelen oben. Da wird das mit Korb langsam etwas schwierig. Außer wir versuchen wirklich Korb in den DLC-Gebieten jetzt zurzeit zu machen. Aber da würde ich euch erst recht die Spannung verderben. Auf das, was noch kommen mag. Ich wüsste gerade eh nicht, wo ich Korb machen könnte. Okay, ich vergesse das mal mit dem blöden Gegenstand da. Denn irgendwie kriege ich das mit dem Springen nicht hin.